control. We have Tycoon clearance for shuttle launch. Initiate Stanford protocol. All clear procedures. Check. Shuttle EMV Charon is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Munchie decontamination protocol online. Disembarkation authorized. Message to crew members. Welcome on board the Tycoon, property of Dolus Aerospace Engineering Corporation. You will soon be given your assignments, but until then, please continue to wait near the docking bay. We hope you have a productive voyage, and would like to thank you for your contribution towards humanity's future. Administrator, I am Eden, the personal assistant installed on board the Tycoon. In accordance with the Munchie Protocol, I have been designed to take into consideration your complete psychological profile so that I may more accurately respond to any needs you may have. My primary purpose is to ensure the Tycoon's automated systems function efficiently. I will keep track of the tasks that are necessary for you to fulfill your prerogative of reaching Proxima Centauri and carrying out field research, mining operations, manufacturing protocols, and Dolus colonization tests. Ich glaube, sie ist fertig. Hey Freunde, willkommen zu einem neuen kleinen Angezockt. Ixion, ich habe auf dieses Spiel schon ein bisschen länger gewartet, habe das schon länger auf dem Schirm und freue mich, dass jetzt endlich das Demo-Wochenende bei Steam ist, dass wir das Spiel auch mal zusammen anspielen können. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen, stellt euch vor, ihr habt einen Survival-Aufbausimulator wie Forstbank und das im Weltall. Wie geil ist das denn bitte? Ich wollte das auf jeden Fall mal ausprobieren mit euch zusammen, die erste Erfahrung sammeln und mal gucken, ob, denn das Spiel kommt dieses Jahr noch raus, ob das Spiel taugt, ein Projekt daraus zu machen. Also, gerne mal mit mir zusammen anzocken, schauen, wie das Spiel ist und eure Meinung in den Kommentaren geben.
Jetzt lassen wir uns erstmal hier das Ohr voll knuspern. Was ist das für einer, ey? Seine Eltern haben ihn nicht beigebracht, mit vollem Mund zu sprechen. Your first objective will be to begin setting up essential infrastructure aboard the Tycoon, meeting the environmental conditions that are required to support your crew. Having laid these foundations, you will then oversee the installation of the Vol engine and perform a short test jump to Proxima Centauri. Upon arrival, your research teams will carry out a brief survey of local space, gather a few rock and coal dust samples, fire up the colonization protocol, begin building the foundations for mankind's future, yada yada yada. And then you'll come back. And then you come back. Now, in order to achieve this, you'll need to familiarize yourself with the Tycoon's core functions. It's no big deal. There's the production, stockpiling and distribution of resources, construction, balancing of power output with allocation. Oh, and space exploration, you know, setting out expeditions and all that. Basically, everything needed to establish scientific advancement and harmonious autonomy on board the Tycoon following the first test of its Vol engine. Eden's gonna display and keep track of your main objectives. Oh, and Administrator, don't let the position go to your head. Vanir has insisted to center Dolos's focus on the Tycoon, but this mission is just in preparation for our next project. The Protagoras. The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule. So, toe the line, do as you're told, and bring the Tycoon back in one piece. Leave the grand gestures and saving of mankind from ecosystemic destruction to us, okay? One last word of advice. We don't all think like Vanir Dolos. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. That sounds like an opportunity knocking to me. Ja, nach einer besonderen Gelegenheit für einen Rabauken. So, Freunde, also, ich habe mir hier das Tutorial mal so ein bisschen angeguckt, als ich den Soundtest gemacht habe. Sieht eigentlich ganz easy aus. Ich will euch das mal zeigen. Das hier sind alles so, erst unser Vorrat. Da ist Nahrung gelagert. Und hier sind ganz viele kleine Sachen, Vorräte, die wir holen können, wie bei Dings. Die müssen alle aber verbunden werden und mit einem sogenannten Werkstatt angearbeitet werden. Die bauen wir jetzt mal schnell hier an die Ecke. Oder? Kriegen wir zwei davon? Nee, die braucht vier. Wir bauen die mal so. Obwohl, wenn wir die Straße abreißen, könnte man später zwei davon kriegen. So. Jetzt machen wir natürlich wieder ein bisschen Straße dahin, damit die auch laufen können. Verbinden die Straße, weil all diese Ruinen müssen mit der Werkstatt und später den Warper verbunden sein. Also verbinden wir die notbedürftig, so viel wie wir auch nur wirklich müssen, weil Straße bauen dauert ein bisschen. Das macht so ein kleiner Roboter unterwegs. So, jetzt haben wir alles mal ein bisschen miteinander verbunden. Machen wir noch hier den Weg, damit die immer den schnellsten möglichen Weg nehmen können. So, guck, jetzt haben wir eine verbundene Straße. Jetzt kommt hier so ein kleiner Roboter. Huch. So ein kleiner. Ah, die Kamerasteuerung ist ein Kraus. Guck mal, da ist so ein kleiner Roboter und der geht jetzt hin und der baut jetzt die Straßen. Süß, oder? Jetzt baut ihr hier die Straßen Stück für Stück. Das sind die kleinen Roboter, die aus der Werkstatt kommen. Vier Arbeiter. Und dann gibt es den Hangar. Die Halde. Mit der Halde können wir dann die ganzen Ressourcen lagern. Guck mal, das ist perfekt getimt. Passt hier perfekt rein. Machen wir noch schnell hier Straße hin. Zack, fertig. Und jetzt zeige ich euch mal, warum dieses Spiel so genial ist. Das hier ist unser Gebiet. Wir bauen hier unsere kleine Stadt, unser kleines was auch immer. Haben dann hier die Andockbucht, die wir dann bauen können, wo wir was bauen können. Und kommen dann später in den Weltall. Das ist die Station, in der wir unsere kleine Parzelle haben, die wir bebauen. Und damit werden wir jetzt reisen und reisen dann zu einem anderen Stern. Das haben wir vorhin im Intro hier ein bisschen gehört.
und bauen dann dort Gesteinproben ab und bauen eine Kolonie auf und gucken, dass wir die Menschheit retten. So wie wir es momentan versuchen auf dem Mars zu machen. So, Vorrat aktiv. Guck mal, er ist aktiv. Das bedeutet, Polymer wird hier abgebaut, bla bla bla. Verfügbaren Ressourcen einsammeln, muss dieses Gebäude mit einer aktiven Halde verbunden sein, die diese Ressourcen lagern kann. So, jetzt haben wir hier diese Halde. Für diese Halde, die ist aktiv, aber wähle einen Ressourcentyp, der die Halde zugewiesen werden soll. Nehmen wir mal das hier. Hä? Das hier ist doch diese Ressource. Modification. So. Gucken wir nochmal ganz kurz rein. Baumontage, Straßen, das haben wir gemacht. Beginnt die Bauphase. Halde entsendet Transporter mit Ressourcen, um die richtige Menge Legierung Elektronik zur Baustelle zu liefern. Halde entsendet Transporter mit Ressourcen. Anschließend sendet eine Werkstatt einen Mech, um das Gebäude zu montieren. Je größer das Gebäude, desto länger dauert die Montage. So, das ist klar. Sektion, Ressourcenmanagement. Die obere Leiste zeigt die gelagerten Ressourcen des aktuellen Sektors. Und unterhalb die global verfügbare Menge. Jeder Sektor verfügt über eine eigene Anzeige. Verfügbar Wasser, Energie, Bevölkerung. Neue Sektoren können freigeschaltet werden, indem mit einer Unmenge an Ressourcen der Zugang erzwungen wird. So, das sind hier diese Türen. Sektor 2 ist inaktiv. Das ist jetzt momentan nur eine kleine Demo. Aber ich kann mir gut vorstellen, später kann man hier immer die Sektoren freikaufen und dort Stück für Stück ein bisschen weiterarbeiten. So, jetzt haben wir hier unseren Vorrat. Bauen wir mal was. Werkstatt und Halde. Jetzt können wir hier Wohngebäude bauen. Beherbergt 15 Bürger mit begrenzter Qualität. Bauen wir mal so ein Wohnhaus. Was haben wir hier noch? Andockbucht. Baut Bergbauschiffe, Frachtschiffe und Forschungsschiffe. Unterstützt bis zu 3 Schiffe. Das ist hier, ne? Und dafür müssen wir das Ding hier erstmal wegmachen. Ne. Ach, das ist schon eine fertige. Und da können wir jetzt Bergbauschiffe konzipieren. Frachtschiffe und Forschungsschiffe. Haben ein Erkundungsteam, um Anomalien zu untersuchen. Frachtschiffe sind für Transport von Ressourcen zur und von der Tiguan vorgesehen. Sind für den Abbau von Ressourcen konzipiert. Machen wir einfach mal hier mal so ein Schiff. Warum nicht? Wir sind ja gerade in der freien Demo und haben ja nichts zu verlieren. Speisesaal, ja, das kennen wir. Wenn wir ein Gebäude brauchen, brauchen wir immer einen Speisesaal. Bereitet alle 0,5 Zyklen 10 Nahrung für bis zu 100 Besatzungsmitglieder zu. So. Huch, nee, falsch. Ah, abbrechen, abbrechen. Wo war nochmal abreißen? Das sind unsere Flotten. Oh, Pause. Wir hatten doch vorhin abreißen. Hier. Gebäude löschen. So, und weiter geht's. Also, mit Leertaste auf Stopp machen ist cool. Das ist so immer das Standardding. Dieses Gebäude ist nicht mit einer aktiven Halde und benötigten Ressourcen verbunden. Da ist nichts gelagert. Und da auch nicht. Weil wir hier was brauchen. Ist das nicht verbunden? Ah, guck mal. Wir Idioten, wir haben hier was übersehen, oder?
schon cool aus. Okay, die Steuerung ist noch gewöhnungsbedürftig. Ansicht. Sektoren haben wir, Kamerasteuerung. So, hineinzoomen, rein, raus. Drehen. Mit Q und E, okay. Und schwenken hatten wir aus dem Planet. Ha, wie cool, ey. Da kannst du später in die Planeten reinzoomen. Bau. Übersicht. Ist das? Wähle einen Ressourcentyp. Ach so! Ah! Das war einfach. Okay. Also, die Halde sammelt jetzt hier von den Dingern hier die Ressourcen. Okay, läuft. So, die Halde sammelt Metall. Jetzt können wir aber sagen, wir wollen noch eine Halde. Gibt es noch eine Krankenstation und Techniklabor? Ich will aber noch eine Halde bauen. Ich will eine Halde, die noch Nahrungsmittel sammelt. Die hat hohe Baupriorität. Ach, guck mal, jetzt bauen die hier unser Quartier und dann haben wir das schon fertig. Jetzt haben wir hier Bewohner. Edis, Alex, Soren, cool. Owen, richtig cool. Gefällt mir gut. Jetzt wird das gebaut. Haben die alle reingebracht. 10 Stück drin, jetzt kommt der Konstrukteur. Das ist cool, guck mal, jetzt baut er das. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Und jetzt können wir sagen, wir wollen, hier gibt es nur Stahl und Nahrung, ne? Jetzt haben wir auch Nahrung, die gesammelt wird. Das heißt, die Leute haben was zu essen. Oh! Kriegen wir die gar nicht? Ach, wahrscheinlich, weil die Straße belegt ist. Wenn... Nur mal eine Theorie. Gehen wir mal davon aus, wir könnten die Straße hier hochbauen. Wollte sich dann von hier die ganze Legierung Rumpfintegrität, das ist wahrscheinlich unser Life. Das war wie bei Frostpunk, der Generator. Vertrauen. Ja, das ist das Vertrauen der Leute in unsere Administration. Bei Null gibt es eine Meuterei. Interessant. Das ist dann wieder der Glaube. Okay, das ist voll. Und hat gelagert. Das kann nicht lagern. Bauen wir mal hier eine Halde direkt. Eine, die vielleicht auch langfristig bleibt. So. Jetzt könnten wir hier sagen Nahrung. Und hier sagen wir Metall. Aber die ist voll. Ah,
Ach, interessant. Also man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich habe jetzt schon mal den Fehler gemacht, ich kann die Halde nicht mehr bauen. Aber wenn ich die abreiße, kriege ich die Sachen wieder und dann kann ich die andere Halde bauen. So. Der holt jetzt die Dinger daraus und die bringt er dann hier rüber. Dann kommt einer aus der Werkstatt und baut das Ganze. So. Aber theoretisch könnten wir den mit Nahrung füllen. Und den hier füllen wir mit Metall. Das war jetzt einfach erstmal zum Rausprobieren, um mal zu gucken. Aber alles Metalllegierung, okay. Also es macht schon Sinn, wo du die platzierst. Dann würden wir hier einen Speisesaal machen und so können die dann mit kurzem Arbeitsweg immer zusammen arbeiten. Dann macht man hier später Nahrungsproduktion und hier werden wir dann ganz viel Metall machen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einsetze, inaktiv. Ach, ich habe keinen Strom mehr. So, jetzt ist sie aktiv. Interessant. Freunde, das war jetzt einfach einmal, um einen Einblick zu kriegen. Er holt sich jetzt hier Stück für Stück die ganzen Ressourcen aus den Dingern. Und wenn wir die 40 Ressourcen gesammelt haben, dann machen wir wahrscheinlich dann neue Gebäude. Er holt die sich jetzt hier raus. Sind wir ja vorhin reingegangen? Mega interessant. Und dadurch, dass wir dann... Ah, okay. Wir entscheiden, von wo abgebaut wird. Das ist ja mega cool. Und dann könnte man sogar eine zweite Andockbucht dahin bauen. Aha. So, das Ding ist voll. Wir haben die 80. Ressourcen-Tutorial. Jetzt erklärt er uns, welche Ressourcen für was sind. Für Raumschiffe, Solarstationen, fortgeschrittene Konstruktion, Ernährung der Bevölkerung, Zuwachs der Besatzungsmitglieder, Kyrokapseln. Ach, cool. Das ist cool. Lagerung. Jetzt haben wir auch festgestellt, ach guck mal, die gelben sind da nur von Sektor zu Sektor und rot für innerhalb des Sektors. Und jetzt kann man hier alles Mögliche dann mit den Eisen bauen, jetzt wohl wissen, wie es funktioniert. I have established a connection with Dolus' lead data scientist, Emma Clay. Ach guck mal, jetzt schickt er die rüber. Administrator, Mr. Dolos has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the Tycoon, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein, Dolos' lead data scientist. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or Data Listening System, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation.
As is often the case with tools produced by my department, I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munchie, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vol jumping. Whilst there's a correlation between prolonged space travel and the development of early onset dementia, he believes that a vol jump has the potential to accelerate this process, although this is yet to be proven. His recommendation is for you to immediately send any crew members that are exhibiting uncharacteristic or symptomatic behavior to an infirmary, as these facilities are equipped to treat the mind as well as the body. Remember that all of your actions and choices are being reported by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Okay, ich muss sagen, ein bisschen anders ist es schon als Frostpunk. Da habe ich mich dumm angestellt. Ich hätte vorher gewusst, dass ich da nur draufklicken muss und dann holte sich die immer. Das ist interessant zu wissen. Wir haben jetzt hier eine Nahrungsproduktion von hier. Oh, erstes Ereignis, Freunde. Die Tigun-Besatzung verfügt derzeit über keine Möglichkeit, Nahrungsmittel, Vorräte aus dem Lager zu holen. Die Analyse zeigt eine bevorstehende Krise aufgrund des Zustroms hungriger Besatzungsmitglieder. Die Unfallrate wird voraussichtlich um 65% steigen. Neocons Theorien zum sozialen Ökosystem legen nahe, dass eine stellaren Lebensraum Speisesäle zur Rationierung und Verteilung von Nahrungsmitteln genutzt werden können. Okay, hab ich doch. Okay, verpflege 200 Bürger mit Speisesaal. Wir haben hier einen Speisesaal, jetzt müssen wir die nur noch. Administrator, I have an incoming transmission from Marduk Council member Henry Bargeville. Sobald das Ding hier leer ist. Hätte ich nicht abreißen dürfen. Bonjour, Administrator. What a wonderful day. Bonjour. To embrace our fate, don't you think? I'm Henri Bargeville, writer, Henri. Philosopher, lobbyist, but most of all member of the Marduk Council. I have taken the liberty of personally arranging an exchange out of courtesy with the Ushanabi, a ship in high orbit belonging to one of our commercial allies, the Ashtangites. Even so, they are a small organization. The Ashtangites are important partners who share the same pragmatic, moralistic, and spiritual outlook as we do. The Ushanabi will provide us with a source of food while carrying out the Tycoon's initial test. By making it the first exclusive trade partner of the Tycoon, we will demonstrate to our long-term allies that Dolos wishes for them to share in our successes. Please assign a cargo ship so that we can check the trade routines. Administrator, trust in genetic kinetics. Self-similar space will reveal the pattern. Danke. Weltraumerkundung. So, Besatzungsmitglieder verfügen über kein Quartier zum Wohnen. Obdachlose. Könnt ihr den Bau von Quartieren für die Besatzung in 12 Zyklen. Yep, danke. Jetzt müssen wir bauen und erkunden. Ach, guck mal hier. Jetzt geht's weiter dann mit dem Erkunden. Interaktion, Navigation und angeschlagene Teams. Okay. Das ist cool. Jetzt können wir mit dem Raumschiff, das wir hier gebaut haben. Bergbauschiff. No task. Wir haben die Dinger hier nicht. Die müssen wir sammeln. Und dafür müssen wir wieder eine Halde bauen. Die bauen wir neu. Und dann machen wir damit auch Legierung. Und dann bauen wir noch die Halden. Und die Straße ändern wir. Man kann jetzt hier richtig anfangen, was zu machen. Also wir haben jetzt hier so ein bisschen reingeschnuppert. Man kann hier unglaublich viel machen. Sehr, 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 sehr viel. Erinnert mich an Frostpunk. Das hier erinnert mich an die Erkundungsstation. Wir haben hier normal unsere Lager- und Sammelstellen. Wir haben unsere Werkstatt. Gut, die hatten wir damals nicht. Aber hier Krankenhaus. Das hier ist dann die Forschungsstation.
Kann man, oh, ist die riesig. Oh, das passt gut. Ich wollte eh die Straße da ändern. So, und dann passt da ein Techniklabor rein. Damit würden wir wahrscheinlich dann hier Forschung freischalten, Technologiebaum. Gucken wir uns ganz schnell an. Boah, dauert ja ewig. Seht ihr, so löst sich das Ganze langsam auf. Bald haben wir hier wieder frei alles. Nahrung vergeht richtig schnell. Wir müssen dann überlegen, wie wir demnächst an Nahrung machen, wenn das hier leer ist. So, das Techniklabor produziert dann Technik und jetzt können wir dann im Technologiebaum gucken und boah, genial, das sieht echt cool aus. Tiguan-Rumpf, verstärkte Legierung, die Bevölkerung der Station schützen. Neue Antriebe. Alte Klein kennen wir ja schon. Techniklabor, Speisesaal. Guck mal, da ist überall so ein Haken, was wir schon kennen und entwickelt haben. Außerbordschleuse, repariert den Schimpfrumpf. Und kann äußere Strukturen errichten. Sondenwerfer. Baut Sonnen zur Erkundung von Planetensystemen. Für Anomalien. Kann man hier bestimmt dann jetzt entwickeln. Dauert 1,7 Zyklen. So, der braucht noch was. Hier. Damit wir die Raumschiffe bauen können. So, holen wir die ganzen Materialien mal hier ab. Was wollen wir wohl machen, wenn wir keins mehr haben? Da müssen wir hier mit diesen Bergbauschiffen wahrscheinlich draußen die ganzen Materialien sammeln, wenn wir hier alles abgekratzt haben. Aber Freunde, das Spiel gefällt mir richtig gut. Also es gefällt mir wirklich gut. Das war jetzt so das erste Intro, um also reinzuschnuppern. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen lernen, genau wie ihr. Ich habe mir das vorher nicht angeguckt. Ich habe wie ihr jetzt Learning by Doing. Und hier kann man noch ein paar Häuser bauen und hier kann man später so große Sachen bauen. Dann bauen wir hier noch ein zweites Krankenhaus und so hat das Ganze dann ein bisschen Struktur. Wenn wir auch hier den Weg ein bisschen löschen, dann kann man da noch ein Wohnhaus hinquetschen. Und irgendwie passt das dann schon alles zusammen. So, Freunde, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne liken und abonnieren und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Wollt ihr mehr sehen? Soll das später ein Projekt werden? Was meint ihr? Ich finde das Spiel ganz gut. Ich werde es auf jeden Fall streamen, wenn es später rauskommt. Gefällt mir ganz gut. Und Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Toshi und ciao.